Stapelweise Unterschriftenlisten sammeln sich im Pasinger SPD-Bürgerbüro an, der Zentrale des Transrapid-Volksbegehrens. 25.000 Unterschriften sind jetzt komplett. Damit ist die erste Hürde auf dem Weg zum Stopp der Magnetschwebebahn übersprungen. Momentan werden die Unterschriftenlisten aus ganz Bayern nach Bezirken sortiert und statistisch erfasst, in der Hoffnung auf einen Erfolg. Wir sind ziemlich begeistert. Das war jetzt eine Sammlung, die hat gerade mal 2 Wochen gedauert für die 25.000 Unterschriften. Es liegen noch eine ganze Menge an Unterschriften auf diversen Behörden. Wir bitten natürlich die Organisationen, das noch zu uns reinzuschicken. Das Volksbegehren soll verhindern, dass sich der Freistaat mit etwa 490 Millionen Euro am Bau des Transrapids beteiligt. OB Uhde war Ende November der Erste, der sich in die Unterschriftenliste gegen die Magnetschwebebahn eintrug. Dasselbe taten schließlich tausende Münchner, unter anderem im Rathaus, wo die Listen auslagen. Und obwohl die nötigen 25.000 Unterschriften bereits gesammelt sind, wollen die Transrapid-Gegner auch noch diese Woche weitermachen. Wir wollen ein Zeichen dafür setzen, wie viele Menschen in Bayern innerhalb der kurzen Zeit dagegen sind, dass der Transrapid gebaut wird. Es soll ein Signal nach außen hin sein. Die ersten 25.000 Unterschriften sollen bereits am kommenden Donnerstag dem Innenministerium übergeben werden. 6 Wochen bleibt dem dann Zeit, den Antrag des Volksbegehrens auf seine Zulässigkeit zu überprüfen. Bei einer Unzulässigkeitsentscheidung wird der Fall dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof übergeben. Doch damit rechnen die Transrapid-Gegner nicht. Unzulässig wären Volksbegehren nur dann, wenn man darüber über den Haushalt abstimmen würde oder den Handlungsspielraum des Landtages so weit einschränken würde, dass er eigentlich keinen Handlungsspielraum mehr hat. Wir erweitern den Handlungsspielraum des Landtages. Wir geben sozusagen Gelder, die jetzt im Transrapid gebunden sind, frei für alle möglichen Projekte, die dann im Freistaat Bayern umgesetzt werden können. Von daher gehen wir davon aus, dass es auf alle Fälle zulässig ist. Dann muss noch die zweite Hürde genommen werden. Heißt im Klartext, innerhalb von 14 Tagen müssten mindestens 10% der Wahlberechtigten für das Volksbegehren unterschreiben. Rund 920.000 Bürgerinnen und Bürger. Ich bin sehr optimistisch, denn ich glaube, es gab kaum ein Verfahren oder ein Projekt, was in der breiten Bevölkerung so viel Ablehnung gefunden hat. Und wir haben jetzt ja eigentlich erst damit begonnen, auch außerhalb von München die Leute zu informieren. Das ist natürlich noch viel Arbeit, aber auch das Echo, was wir von dort bekommen haben, gehen immer mehr hier auf die Barrikaden. Auch wenn der Anfang gemacht ist, bis zum endgültigen Stopp des Transrapids ist es für die Verfechter noch ein weiter Weg und jede Menge Arbeit.